Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Ja, in der letzten Folge wurden wir übelst von dem Muschiklaus überrascht, während wir auf Wildschweinjagd sind. Ich würde sagen, wir wechseln auch noch mal wieder auf den Bär. Und suchen jetzt noch mal weiter. Und dann hatten wir noch ein bisschen direkt darauf folgen Besuch von noch ein paar normalen Ureinwohnern. Aber jetzt will ich wissen, ob die Wildschweine vielleicht auch nachtaktiv sind. Vielleicht trifft man die nur nachts. So, Pfeile haben wir auch ein bisschen was verloren, aber ich hätte jetzt kurz gedacht, das Feuer wäre ein Ureinwohner. Steine oder Wildschweine? Das sind Steine. Ja. Wir brauchen jetzt ein paar Wildschweine, weil ich will unbedingt in ein Schneegebiet. Da haben wir noch einiges nicht entdeckt, nicht erforscht. Jetzt fängt es auch wieder an zu regnen. Na toll. Auch noch nachts. Ja. Wir werden heute Nacht erfrieren. Da wollen wir den Thrombosen Jonas rumliegen. Wir haben aber auch ordentlich. Achso, das ist ein Hase. Ich dachte, da wäre wieder ein Baby. Wir haben aber auch ordentlich Schaden. Oh, noch ein Pfeil. Hat er noch? Rosenjona sieht aus wie diese kleinen Babys. Nur halt ausgewachsener. Wo sind jetzt aber die Wildschweine? Ich weiß, es kann euch vielleicht schon auch auf den Nerv gehen, dass ich die ganze Zeit nur noch auf Wildschweinjagd bin. Aber die Wildschweine, die brauchen wir, damit wir auch ein bisschen mehr was von der Map hier erkunden können. Und vielleicht auch neue Höhlen entdecken. Ich habe was gehört. Oh, noch ein Stück Fleisch. Unsere rote Farbe sind wir auch wegen dem Regen los. Und gleich kriegen wir Schaden wegen der Kälte. Warte mal. Also wenn wir jetzt hier keine Wildschweine mehr finden, du bist kein Wildschwein. Jo. Okay. Speer ist deutlich geiler zu kämpfen als mit der Axt. Aber wenn wir keine Wildschweine finden, kommen wir ein andermal wieder. Weil dann macht es keinen Sinn, hier jetzt 50 Folgen zu verbringen auf Wildschweinjagd. Und dann finden wir gar keine. Und ihr habt ja schon genug Folgen, wo ich
wo ich das mit Bauen und so weiter strecke. So, dann haben wir wieder Knochen. Ich hätte gerne einfach nur ein paar Wildschweine. Zwei Stück. Mehr verlange ich nicht. Wird das eine Folge, ey? Irgendwo müssen die doch sein, oder? Kann man die Dinger essen? Nein, die Dinger kann man nicht essen. Ansonsten scheiß was drauf. Oh, Kroko. Hi. Versucht dazu zu schnappen. Scheiß was drauf, wir kommen andermal wieder. Und suchen uns erstmal einen Weg wieder. Ah. Okay. Hat ein bisschen Leben gekostet, der Sturz. Erfrieren werden wir gleich auch noch. Hier will ich jetzt nicht runterfallen. Hä? Hat jetzt aufgehört? Okay. Dann gehen wir noch irgendwann runter. Aber kalt ist uns anscheinend nicht mehr. Und doch noch ein Stück Fleisch. Hier. Okay, den Hasen haben wir nicht erwischt. Schade. Oh. Ich kann mir ein paar Fische mitnehmen. Hä? Ah, unser Flugzeug. Wo wir abgestürzt sind. Sieht auch interessant aus. Eichhörnchen. Hallo Bambi. Nice. Okay, Dosen haben wir voll. Medizin auch. Mal Alkohol, geil. Da können wir uns eben hier noch mal eine gönnen. Erst noch mal essen. Wir auch Licht wieder ausmachen. Oder wir können mal schauen, ob es vielleicht auch so mitten im Wald irgendwo noch andere Wildschweine gibt. Hier scheint es nur zwei Bambis zu geben, aber wer weiß, vielleicht finden wir hier auch noch was. Ah, wir sind wieder bei Bobis aus Staffel 5 hier. Den Spot. Nach den all den Jahren so, 2019 hatten die das hier aufgenommen, erkenne ich das trotzdem immer und immer wieder.
Vor allem auch die ganzen Begriffe wie Muschiklaus, Thrombosen-Jonas, Galopp-Lines und so sind ja von denen inspiriert. Also ich weiß nicht, ob das auch schon allgemein so die Namen bekannt wurden durch die, aber also ich dachte schon, das sah sehr verdächtig aus hier. Das sieht aber hier verdächtig aus. Oder? Ne? Ich hätte jetzt kurz gedacht, hier. Hier haben wir wieder ein Loch. Ach ne, das ist das Loch von letztem Mal. Ich habe jetzt auch den roten Faden verloren, wie ich eigentlich sagen wollte. Aber egal, wir sind ja jetzt wieder zu Hause. Das heißt, dann können wir eigentlich im Grunde wieder Holz fällen und so weiter. So, dann wechseln wir wieder hier rauf. Oh, ist auch schon bald leer. Der Tank. Treibstoff. Und den dann nehmen wir noch. So, dann wechseln wir wieder auf die Axt. Und holen uns den Wagen hier. Egal, wir machen das da jetzt einfach voll. Und fertig ist dann. Wildschweine werden wir eh nicht mehr finden. Zumindest nicht, wahrscheinlich nicht mehr in dieser Aufnahmesession. Was ich schade finde, denn ich wäre jetzt wirklich gerne mit dem Winteranzug rüber in ein Schneegebiet. Aber ich musste ja so dumm sein und die Sperrtasche zuerst machen. Sperrtasche war doch eher weniger wichtig, aber naja. Jetzt darf ich diese Dummheit leiden. Ja. Egal. Wir werden noch ein Wildschwein finden. Erste, was wir in der nächsten Aufnahmesession definitiv machen werden. Wildschweinjagd. Und uns fehlen noch exakt 2 Stücke. Schöne Stücke Wildschwein. Wagen wieder leer. Und dann machen wir einmal das alles hier wieder rüber und ja. Ja, wo sind die hin? Ah, da kommen sie schon. Da spawnen die wieder. Die rollen hier alle runter. Dann haben wir lieber zuerst die hier wegrollen, bevor die endgültig weg sind. Das wollen wir ja nicht. Das passen? Ja, das wird passen mit denen, die hier rumliegen. Sind dann nur noch die da oben.
Also dann wieder abliefern. So, wo liegt mein Holz da hinten? Hallo, ich will den Baumstamm. Habt ihr das gehört? Oh, hier sind auch noch mal zwei. Noch einer irgendwo? Irgendwo muss doch noch einer liegen. Nee, tut's nicht. Ja, dann noch mal die Kettensäge. Boah, ich liebe das Ding hier einfach. Ich glaube, die drei reichen. Oder noch einen. Einen nehmen wir noch. Einen werden wir noch mitnehmen. Ne, passt gar nichts mehr. Dann das noch alles aufladen. So. Kann das sein, dass ich diesmal wirklich doch vielleicht zu viel kaputt gemacht habe da hinten an Bäumen? Kann ich irgendwie schlecht immer einschätzen. Hab da so ein Talent für. Schlecht einzuschätzen, wie viele Bäume ich brauche. So, aber da wären wir. Geblieben. So. Abgesehen von den einen haben wir hier noch irgendwo einen rumliegen. Nö. Dann bringe ich den erstmal so darüber. Lass den Rest erstmal im Wagen und dann hole ich den Wagen nochmal. Und dann schwimmen wir rüber. Holz könnte sein, dass wir dieses Mal exakt passend haben. Ein Holz.
So. New. Warte mal, wie viel Seil haben wir noch? Einen. Das heißt, eigentlich auf dem Boot da, haben wir, glaube ich, noch nicht abgeholt, das Seil. Müsste jetzt eigentlich wieder einer sein. Wenn wir den jetzt eben mitnehmen, brauchen wir keinen selber zu machen. Genau, hier ist noch einer. Dann haben wir jetzt zumindest zwei Seile, womit wir dann den Wärmeanzug rein theoretisch machen könnten. So, hier haben wir jetzt alles voll und können wieder rüber. Ja, ich finde schade, dass wir jetzt hier keine Musik haben. Dass ich die Musik jetzt da hinten angestellt habe, eingetan habe. Ja, ich muss zusehen, dass ich jetzt das kleinere andere Floß auch mal hinkriege. Oder das Hausboot. Und das Hausboot, das würde sogar interessanter sein, finde ich. Wie wir dann auch unterwegs rennen könnten. Wir würden da dann so eine Wasserstation aufbauen. Ein kleines Lagerfeuer. So einiges halt. Wir müssten langsam eigentlich hier Radio hören. Jo, der spult zurück. Ja, da ist er wieder. Und wir haben wieder Hunger. So, ein Fleisch haben wir noch, dann machen wir den eben schnell aufs Feuerchen hier. Okay, hier das Feuer funktioniert nicht. Dann müssen wir eben oben einmal essen gehen, hallo? Dann können wir hier Rehfell reinmachen. Nee, den wollen wir nicht. Genau, den wollen wir dahin. Egal. Nee, dann machen wir extra hier hin. Nehmen wir hier die Echse wieder raus. Hasenfeld auf. Packen wir Echse hier hin. Dann noch irgendwo Platz. Nö. Hier. Und Hase packen wir mal dahin. So. Warum sind die schwarz? Ah, okay. Jetzt kann man die wieder essen. Ich hatte Angst gehabt, dass die irgendwie vergammelt sind oder so.
Knochen, genau. Oh, Knochen haben wir hier jede Menge. Oh, zwei Knochenrüstung haben wir noch hier. Nice. Mal dann, wie viel brauchen wir dann? Eins. Okay, dann würde ich sagen, wir machen die mal. Den Rüstungsständer hier schon mal voll. Stoffe müssen wir auch noch wieder sammeln. So. Unten haben wir voll. Hier ist voll. Hier noch einer. Einer fehlt uns noch. Also brauchen wir 1, 2, 3. Und dann hätten wir den hier. Mal fertig. Nice. Wir gehen jetzt noch mal runter, füllen hier auf. Komm. Und dann ab nach oben. Obwohl, wir haben wieder jede Menge Spöcker und Steine. Dann können wir hier auch noch mal auffüllen. Hier können wir nichts mehr, da nichts mehr, da nichts mehr. Bleibt nur noch hier übrig. Und hier. Ach, wir hatten hier noch ein paar Stöcker. Okay. Wir hatten hier noch ein paar. So, dann fehlt nur noch das hier und dann das da in der Mitte. Dann müssen wir die Türme noch aufbauen, also die Haupttürme. Ich hoffe, da die Menge an Holz, die ich jetzt hier mit habe, wird auch dafür reichen, obwohl das sind ja 46, glaube ich, ja 46. 46, ja, wird nicht ganz reichen. Wird nicht ganz reichen, was ich dann da habe. So. Könnten aber auch eben den hier genau aufrüsten, einmal voll machen. Jo. Jetzt wieder voll. Oh, geil, Regenbogen. So, dafür noch einer und dann 46 hier.
Weißt du, wir machen mal andere Musik rein. Nee. Ja, wir machen die nicht immer rein. So ist besser. Hä? Falsche Axt. Oh, ist wieder dunkel. Ja, dann lass mal eben ganz schnell pennen. Dann kann auf der anderen Seite die Bäume wieder nachwachsen. So. Und. So. Können wir hier auch einmal speichern auf den hier? Können wir auch eben jetzt noch mal schnell was essen und trinken. Essen müssen wir auch schon wieder Vorräte sammeln. Wird sonst knapp. Beziehungsweise, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.